Fett- und Wachsbrände gehören zu den alltäglichen Gefahren im Haushalt. Wenn ein Teelicht oder eine Kerze sich überhitzt und extrem zu brennen beginnt, möchte man intuitiv zu einem Glas Wasser greifen, um den Brand zu löschen. Warum man unbedingt davon absehen sollte, zeigt der folgende Versuch. Wasser wird auf das heiße, brennende Wachs geschüttet. Das Wasser verdampft sofort und nimmt dabei, nun gasförmig, ein Vielfaches des ursprünglichen Volumens ein. Das flüssige Wachs und weitere gasförmige Bestandteile werden aus dem Teelicht geschleudert und fein verteilt. Die Flammen des schon brennenden Wachses zünden diese und es gibt einen mächtigen Feuerball. Das gezeigte Experiment wurde von einem Profi durchgeführt und dabei sein der Feuerwehr, daher bitte dieses Experiment nie zu Hause durchführen. So, wir heizen hier drinnen ein Teelicht auf. Und das Teelicht fängt jetzt schon zum Brennen an. Und Sie sehen, was passiert, wenn man mit Wasser löscht. Und Sie sollten das niemals tun. Schauen wir bitte Licht aus, wie wir sollen. Jetzt das glüht unten schön rot. Das Wachs ist noch nicht ganz geschmolzen, aber es raucht schon ordentlich. Das würde passieren, wenn Sie auf eine Herdplatte Kerzen gießen wollen. Ja? Man raucht es so und wenn es dann zum Brennen anfängt, dann grüß Gott. Schauen wir mal. So. Okay, weiter. Ja, wir heizen noch weiter. Es sieht ja noch nicht so richtig. Wir wollen schöne Flammen aus dem Gefäß sehen. Also, ja. Jawohl, das ist zu messen. Ja, gut, weiter noch, das sieht noch zu wenig. Das ist so ein richtig schönes Video dran. Gut, schaut gut aus. Okay, einen Schritt zurück und wir löschen.